Ja, Christian Förster, du bist zweiter Vorstandsvorsitzender beim neuen Verein Rasensport Uetersen. Mhm. Und wir haben ein bisschen mitbekommen, da gibt es angespannte Stimmung gerade in Uetersen zwischen dem TSV, bei dem du auch lange Kapitän warst, mhm. und dem neu gegründeten Verein. Mhm. Erklär uns mal kurz, was passiert da gerade? Also da muss man vielleicht ein bisschen ein paar Jahre vorher anfangen. Wenn man weiß, wie der TSV Uetersen vor ein paar Jahren unter Andreas Klobodanz, ist schon ein bisschen länger her, was für den Fußball getan hat, wie der TSV auch in den Fußball investiert hat und wie man halt immer wieder versucht hat, auch von der Landesliga in die Oberliga zu kommen und eine Konstante irgendwann vielleicht auch in der Oberliga zu werden. Bis heute hat sich dahingehend viel entwickelt, dass immer weniger halt für den Fußball getan wurde und immer mehr für den Breitensport beim TSV Uetersen. Und von daher war dann im letzten Jahr das i-Tüpfelchen, dass bei uns das Clubheim geschlossen wurde. Das muss man sich für einen Fußballer mal vorstellen, der Verein, der seine Gäste nicht mehr bewirten kann. Die Spieler haben irgendwie keinen Rückzug mehr. Und das war dann so für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir hier was erreichen wollen, wenn wir gucken, was im Kreis die Konkurrenz macht, was in Tornisch passiert ist, müssen wir was tun, denn ansonsten läuft das in die Richtung, dass es in Uetersen nicht mehr lange leistungsbezogenen Fußball gibt. Und das ist der Punkt, dass wir dann halt gesagt haben, okay, dann stellen wir was Eigenes auf die Beine. Also war man unzufrieden und hat sich nicht wohlgefühlt beim TSV. Und Peter Ehlers, der Trainer, und Teammanager Bernd Enderle haben sich dann zusammengesetzt und haben ja diese Idee schon seit längerem entwickelt. Mhm. Dann ist es zum Rasensport Uetersen geworden. Wieso ausgerechnet dieser Verein, den es ja schon gibt? Rasensport Uetersen ist halt so, dass die Leute, die da jetzt mit involviert sind, im TSV Uetersen, die das jetzt auf die Beine stellen, eine sehr hohe Identifikation haben, auch mit dem Verein, mit dem TSV Uetersen. Und wir wollten halt irgendwie etwas schaffen, was die Identifikation so ein bisschen mitbringt. Und im Kreis gab es mal halt auch Rasensport Emshorn und Raspo Rasensport war immer eine große Marke. Und da hat es dann natürlich gepasst, dass es auch mal Rasensport Uetersen gab. Und dementsprechend haben wir das für uns genutzt und haben dann den Verein quasi neu aufleben lassen. Und zwar mit allen, die beim TSV eigentlich noch beteiligt sind oder waren. Diese Leute entfernen sich jetzt. Gefahr besteht jetzt natürlich auch, dass ihr nicht auf das Team zählen könnt. Peter Ehlers als Trainer kann sicherlich einige überzeugen. Aber wie stellt ihr euch das vor oder was erwartet ihr? Wie werdet ihr euch sportlich aufstellen können? Jetzt muss letztendlich der TSV-Gesamtvorstand entscheiden, wie geht's weiter? Was wollen die jetzt? Wollen sie weiterhin auf den Herrenfußball bauen? Wollen sie Herrenfußball weiterhin in der Landesliga als Beispiel anbieten? Bezirksliga, Kreisliga gehört ja auch noch dazu mit der zweiten und mit der dritten Herren. Wie sieht es mit dem Jugendfußball aus? Wobei man da ganz klar sagen muss, dass sie gesagt haben, das gehört definitiv mit zum Breitensport. Das wollen wir halt auch unseren jugendlichen Mitgliedern ermöglichen. Natürlich gibt es jetzt einfach dieses Ungewisse, geht's überhaupt und wie geht's in Uetersen weiter? Das kann man den Jungs erstmal so nicht nehmen. Was wir halt sagen können, wir haben den Verein gegründet und haben gesagt, okay, das Schlimmste, der Worst Case, was passieren kann, ist, dass wir in der Kreisklasse anfangen müssen. Dann ist das so. Und dafür brauchen wir jetzt die definitive Entscheidung und wir hoffen, dass wir jetzt Anfang Dezember, also der nächste Woche, die Information bekommen. Wie stellt sich das der Gesamtverein vor, der Gesamtvorstand? Gegebenenfalls hat man die Möglichkeit, irgendwie auch zu kooperieren oder wie auch immer. Für uns ist halt nur wichtig, dass wir dann auch autark arbeiten können und unsere persönlichen Ziele dann auch verfolgen können. Ja, dabei schon mal viel Glück und hoffentlich auf eine schnelle und richtige Entscheidung. Vielen Dank. Danke, Christian Förster. Danke.